möglich. Wir wissen, dass die Europäische Kommission sich hat bei letzten Reformen Befugnisse geben lassen, um in Krisenzeiten kurzfristig zusätzliche Maßnahmen zu beschließen. Es wäre also ohne weiteres möglich, unsere Vorschläge, unser Krisenkonzept in Brüssel zu beschließen, in wenigen Tagen oder einigen Wochen anzuwenden, damit wir sehr schnell weniger Milch am Markt bekommen, was unsere Forderung ist, und damit wir sehr schnell wieder Milchpreise bekommen, für unsere Kosten decken und für unsere Zukunft sichern. Das ist unsere Forderung. Beschlüsse jetzt, Beschlüsse schnell, nicht weiter aussetzen und blockieren, sondern Bedingungen schaffen, damit wir Bauern selber unsere Mengen steuern können, unser Angebot an den Markt anpassen können, auf marktwirtschaftliche Weise, damit wir Preise am Markt erzielen, die unsere Existenz sichern. Es ist schädlich und beschämend, man schämt sich regelrecht, Milchbauer zu sein, wenn man die kriegerische Art und Weise anderer Verbände sieht, wie sie hingehen und beim Handel und Almosen betten, und Almosen betten. Das ist verwerflich, das sollen wir nicht. Der arme alte Bayern, Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirtschaft.
Das ist der Grund, warum wir gerade hier den BDM und der Boden sammeln.